Hallo Freunde des gepflegten Radsports und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mit dabei ist wieder Ralf, wie immer. Wir sind hier in Alpersweiler heute, im Pfälzerwald, in der Nähe von Landau in der Pfalz. Und ich habe jetzt hier gesehen, gibt es einen Mountainbike-Park. So, wir sind quasi hier in Alpersweiler und wir werden auch fast diese Strecke hier fahren mit den kleinsten Änderungen. Ich bin echt mal gespannt, was uns heute erwartet. Ich war schon mal in Dahn, in Hauenstein war ich schon mal, in Rotalben. Ja, das sind alles sehr geile Wälder. Echt mal zu empfehlen, falls ihr hier in der Gegend seid. Und ja, dann geht's jetzt auf die Trails. Und damit ihr mal seht, was uns heute so erwartet. Das sieht da schon mal gut aus. Ein Gipfel nach dem anderen. Ja, wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Geplant sind irgendwo 36 Kilometer bei fast 1300 Höhenmeter. Wir hatten jetzt schon 140 Höhenmeter auf den ersten 2 Kilometer. Also es geht jetzt schon vielversprechend los. Bis gleich. Leute, wir sind wieder am Kraxeln. Eins kann ich euch sagen, die Anstiege hier sind echt abartig. Mittlerweile sind wir hier oben am Ohrensberg, der ist 580 Meter hoch. Und wie ihr seht, da gibt es immer wieder solche kleinen Berge. Ich glaube, die haben wir zum Teil alle in der Tour mit drin. Dort hinten, ich zoome es euch mal ran, da ist noch eine Ruine oder eine Burg. Daneben dran ist noch ein Felsen. Hier ist, glaube ich, ein Start für Paraglider. Ja, also ist schon ziemlich geil hier. Ja, hier oben Aussichtsplattform vom Ohrensberg. Schon richtig geil hier. Wahnsinn, hat sich der harte Aufstieg doch gelohnt. So, sind jetzt mittlerweile auf dem nächsten Gipfel angekommen. Das hier ist die Burg
Scharfeneck, zumindest das, was noch übrig geblieben ist davon. Gucken wir mal noch, ob man da sowas sieht. Hier also definitiv Ruine. Da vorne stehen noch Gerüste oben, da wird scheinbar noch restauriert und gemacht, aber auch hier noch was zu retten ist. Das ist richtig stark. Kann man auch nirgends drauf, glaube ich. Achtung, Ralf, Fußgänger! Ja, Mann. Ja, hier ist ein bisschen zugewachsen. Ja, ist das wahr? Immer schwierig, wenn man reif ist. Ja, Mann, sehr geil. Ja. Ich bin jetzt hier oben auf der Burgruine Meisterseel. Ah, hinten kommt Ralf. Ja, brutal, aber man wird wieder
mit einer einzigartigen Aussicht belohnt. Ich meine, zieht euch das rein, Leute. Richtig geil. Hinten ist das nächste Teil. Ja, es kommen noch so ein paar Spitzen. Ihr dürft gespannt sein. Und wisst ihr, was ich noch viel mehr gespannt bin? Auf die nächste Abfahrt. Es kann ja nicht nur immer bergauf gehen. Es geht jetzt weiter auf den Felsen-Gästeweg. So heißt das gute Teil. Mal davon aus, es geht hier geradeaus weiter. Geht mal wieder bergauf und wir sind immer noch auf dem Pfälzer Kästeweg, das ist schon ziemlich lang, aber wo es bergauf geht, geht es auch irgendwann wieder bergab. Hier vorne ist die Anna-Kapelle. Wir wollten eigentlich noch auf den Teufelsberg, der ist knapp 600 Meter hoch, und irgendwie hat das mit der Navigation nicht funktioniert. Ja, was haben wir denn ausgelassen? Hier ist das Kapellchen und hier die Aussicht. Das ist schon stramm. Egal wo man hier ist, man hat überall eine Bombenaussicht. Klar, Wetter spielt natürlich eine Rolle. Hier ist jetzt doch ein bisschen dunkler noch. Wir haben zwischendurch auch die ein oder anderen Tropfen abbekommen. Aber bis jetzt habe ich echt Glück gehabt. Und ist auch nicht gerade so heiß wie die letzten Tage. Und hier mache ich jetzt einfach mal einen Cut. Das Video wäre sonst einfach viel zu lange geworden und so wird das Ganze nun ein schöner Zweiteiler. Ich freue mich schon jetzt auf Teil 2, denn auch hier kommen Trailfreunde wieder voll auf ihre Kosten. Ihr wisst Bescheid, liken, kommentieren und vor allem ganz wichtig, abonnieren. Denn über 70% meiner Kanalbesucher haben noch kein Abo. Dies ist völlig kostenlos, tut euch nicht weh, aber hilft mir ungemein mit meinem kleinen Kanal noch etwas zu wachsen. Am besten auch gleich die Glocke läuten und so würdet ihr zukünftig auch keine neuen Videos mehr verpassen. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Teil 2. Bis dahin, ride safe and have fun, euer KP Performance, ciao.